Ja, heute, ihr Liebe, bin ich mal wieder ins Zentrum unserer Metropole für Hungerleider, ins Herzstück von der Stadt, also die Innenstadt, wo jetzt schon ein paar Bypass nötig sind, dass sie überhaupt überlebt. Am Kaufhof und andere traditionelle Geschäfte sind die Herzspezialisten schon zu spät kommen. Da hat auch kein Schrittmacher mehr geholfen. Und apropos Spezialisten, wegen denen bin ich ja auch eigentlich heute hier vor den alten Schuppe Rathaus, ganz weil hier hause ja unser oberster städtischer Spezialist, unser Dezernent, und ganz nebenbei, weil ich gerade alte Schuppe gesagt habe, ich muss da immer so lachen, wenn ich auf der Internetseite Dezernate Darmstadt aufrufe und lese dann die Adresse Neues Rathaus, Luisenplatz 5a, Neues Rathaus in diesem traumhaften Gemäuer, hat bis 1977 noch der Horst Blechschmidt für die Hea Kaffee gekocht, und dann sind unsere Führungskräfte in diesen Palazzo eingezogen, vor fast 50 Jahren. Und da steht Neues Rathaus drüber, der Traum jeden Bürgers, die Schaltzentrale der Stadt. Kommt bloß nie auf die Idee, hier die Welt zu empfangen, da ist sie gleich wieder fort, die Welt. Und der Prachtbau gehört noch nicht einmal uns. Der ist auch noch angemietet in bester Hanglage oder so ähnlich. Also auf jeden Fall, da vertreibe sich unser 5 Dezernente samt OB die Zeit. Trautes Heim, Glück allein, kann ich da nur sagen. Aber von welchem trautes Heim? Bei der momentanen Stimmung untereinander könnte ich den alten Spruch jetzt erweitern. Trautes Heim, Glück allein. Im Rathaus herrscht gerade Not und Pein. Da brennt es nämlich gerade gewaltig unterm Dach, weil die grün-schwarz-lilane ihre Mehrheit raushängen und im Oberbürgermeister Zeichen holen, wo der Battle de Most holt, wie der gerade außer Haus war, weil sie meinen, sie wären die Allergrößte. Andererseits, der OB Benz meint halt auch, er wäre der Allergrößte, und schon hat es halt Zoff gegeben. Da ist jetzt Partystimmung in der Barack. Da bröckelt nicht nur der Putz, da sinkt auch noch die Gefühlslage. Sein Vorgänger Jochen, der hat es natürlich noch besser. Der hat immer gesagt, ich streite nie, ich erkläre nur, warum ich recht habe. Fertig. Das könnte Hanno auch erklären, nur muss dem halt keiner zuhören, weil er im Trauteheim allein ist. Trautes Heim, der Benz allein. Ich hätte da einen Vorschlag für alle Krawallbärste. Und alles können. Ich komme aus dem Druckereigewerbe, wie man weiß. Ich könnte schöne T-Shirts drucken, wo vorne drauf steht: Du suchst Streit? Fragezeichen. Ich auch. Also ich auch, würde ich natürlich nicht. Wir haben ja zwar Migranten unter den Dezernenten, die keine Heiner sind. Aber ich schwätze ja gern von früher, aber in dem nicht so gern von früher, aber in dem Fall ist es mal angebracht. Da gab es nämlich in der Kalkstraße mal eine Datterich-Klause, schön wirtschaftlich, da haben sich gern unsere Regierungsgewaltige nach heißer Debatte getroffen. Da hat man ein paar Schoppen gepetzt und dann halt noch ein paar. Und dann waren wir sich wieder einig, dann hat man sich wieder vertragen. Baut halt wieder, sage ich euch, so eine Datterich-Klause statt als mehr teure Mietwohnungen. In der Klause, da gab es übrigens eine schöne Anekdote, der damalige Bauvereinschef, der Heinz Reinhardt, der ist in die Klause gekommen und hat nur rumgeguckt und hat so ein Stadtverkörtelter auf dem Stuhl gesessen und hat tief und fest geschlafen. Der Heinz hat dann zu der Wirtin Irmgard gesagt, sag mal, was ist dann mit dem? Und die Irmgard hat gesagt, der war erst da vorne beim Grohe und hat mich voll gesoffen. Und bei mir wollte er sich wieder nüchtern saufen, und da dabei ist er eingeschlafen. Ja, jetzt haben wir mal diese quirlige Innenstadt, die haben wir mal verlassen und sind mal hier runter in den schönen Schlossgraben. Der ist wirklich gelungen, also eine ganz tolle Sache, schönes Rückzugsgebiet. Jetzt komme ich zum Thema. Wir haben ja
gerade Europawahl, und da darf ja jetzt auch unsere Jugend ab 16 Jahre, die darf ja jetzt auch wählen. Gut so, sage ich da dazu. Aber wenn ich mir vorstelle, dass unser Gravalos im Rathaus unseren Major und Buben die Politik erklären solle, da frage ich mich, ob sie sich das nicht erst einmal selber erklären solle. Das soll ein Miteinander und kein Gegeneinander sein. Da habe ich aber noch Hoffnung bei unseren Stadtförderern. Also die habe ich nicht aufgehört. Verloren habe ich sie aber, wie ich gehört habe, dass unser Obergravalos von der Braune auch noch in Schule ihr krude Idee von Deutschland den Deutschen erzählen darf. Und erbost sind, wenn es heftige Proteste dagegen gibt. Mir fallen dann immer die großen Sprüche von unseren Verboten, alte Ei, die uns damals, wie wir noch Buben waren, gesagt haben, wir haben Deutschland wieder aufgebaut. Dass sie das natürlich vorher selbst kaputt gemacht haben, das haben sie uns Buben nicht erzählt. Aber jetzt schwätze ich ja wieder von früher, und das braucht kein anderer Mensch. Ich sag, unser Nachwuchs-Chiller und Cannabis-Schnuffler, also glaubt mir es, sowas hatten wir nicht. Aber wenn man es gehabt hätte, dann hätte man mit Sicherheit auch geschnuffelt. Ich sage denen, sie sollen für alle Dinge nicht so blauäugig sein und um Gottes Willen nicht einmal die Hälfte von dem glauben, was auf der Wahlplakate steht. Ich persönlich habe im Lauf von meinem Leben nämlich zunehmend das Gefühl, dass ich von morgens bis abends nur noch veräppelt werde. Man wird doch wirklich nur noch veräppelt. Aber das ist halt so in einer parlamentarischen Demokratie. Du gibst alle 4 Jahre deine Stimme ab oder alle 5 Jahre, wie jetzt bei der Europawahl. Und anschließend stehst du als schweigende Mehrheit vor dem, was du da gewählt hast. Aber, sage ich, wir haben ja gerade wieder Wahlen und wir können selbst wählen, von wem wir uns veräppeln lassen wollen. Die Wahlen sind ja frei, also kostenlos, meine ich. Ne? Manche sagen sogar, die sind völlig umsonst, aber das erwarte mir dann eigentlich überhaupt noch, sage ich jetzt einmal als Ältere. Mich hat die Hoffnung eigentlich schon verlassen. Wir sind das einzige Volk auf der Welt, das sein Müll fein säuberlich trennt und hinterher wieder zusammenschütt und verbrennt. Wir sind ein Volk von gelbem Säck. Wir sind ein Volk, ihr lieben Nachwuchswähler, das sich alkoholfreies Bier aufschwätzen lässt. Wäre in meiner Zeit undenkbar gewesen. Alkoholfrei Bier, das ist der pure Hohn. Ich sehe schon die kartoffelfreie Pommes auf meinem Tellerchen. Und wenn ich sehe, was hier unser Grüne zaubern, und dann wird es auch nicht besser. Unser Grünzeug arbeitet ja in unserer schönen Heinerstadt sogar schon jahrelang an der Entwicklung eines baumfreien Waldes und schwärme vom Klima und von der Natur und baue alles zu. Und dazu hat der Bertolt Brecht passend dereinst schon gesagt, und das könnte er heute in unserem Städte, könnte er das schön wiederholen. Er hat gesagt, die Schwärmerei für die Natur kommt von der Unbewohnbarkeit der Städte. Da meint man gerade, der hätte sich beim Aldi auf dem alten TÜV-Gelände in der Rüdesheimer was zu essen gekauft und hätte von der Autowaschanlage die teure, aufeinandergeschobene Wohnblocks angeguckt. Oder vor der Herzoghöfe gestanden und bitterlich geweint.